Cosplay ist nicht nur für Mädchen oder gar hübsche oder schlanke Menschen. Cosplay ist etwas, das alle verbinden sollte. Es gibt keine Außenseiter. Cosplay ist etwas für jeden. Cosplay ist... Cosplay war nicht immer das, was es heute ist. Die meisten verbinden damit zuerst Brüste, allgemeine Nacktheit oder fettleibige Spielsüchtige. Aber mal eine Frage, was ist daran so schlimm, etwas mehr auf den Rippen zu haben? Schließlich schert sich doch sonst auch keiner darum. Man ist sicher kein Cosplayer, wenn man viel Brust oder Haut zeigt. Wenn man das tut, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, ist es für mich kein Cosplay. Cosplay war mal ganz anders und das wissen leider die wenigsten. Brüste oder Haut zu zeigen ist nichts Schlimmes, allerdings sollte man es darauf nicht reduzieren und sich damit vermarkten. Cosplayer werden oft gemobbt, weil sie sich von der Masse abheben und nicht mitlaufen oder ihr Cosplay nicht so qualitativ ist. Frage: Mobben wir dich, weil du Fußball spielst oder tanzt, weil du deine Cosplays kaufst oder deine Großmutter dir beim Nähen hilft? Wir leben in dem Hobby unsere Kreativität aus und schätzen Fortschritte mehr als manch anderer. Wir wollen nicht auf Brüste reduziert werden. Wir wollen nicht auf das ewige, unnötige Gamer-Klischee reduziert werden. Wir wollen unsere Kreativität zum Ausdruck bringen. Zeigen, dass wir genauso ein Recht darauf haben, akzeptiert zu werden, wie jeder andere auch. Das ist unsere Community, in der wir uns wohlfühlen. Und wir hetzen nicht auf andere Communities, da sie andere Hobbys haben als wir. Deswegen habe ich eine Bitte an dich persönlich. Wenn du Cosplayer bist, werden willst oder auch ein einfacher Zuschauer bist, bitte nimm dir das alles zu Herzen und reduziere niemanden auf seine Körbchengröße, sein Aussehen oder geschweige denn auf seine Art von Cosplay. Jeder ist sich seines Glückes Schmied, ob er Cosplay nun von seiner kreativen Seite oder von der ich zeige extra viel Brust vor der Kamera und pushe extra viel zeigen und beschreiben will. Den Weg, um mit Cosplays zu inspirieren, muss man selbst wählen. Musst du selbst wählen. Das ist Cosplay.